Ein Stoß in Gražu, einem besonderen Ort mitten in Lettland. Beim Fußball gehen die Jungs ihrer Leidenschaft nach, während nebenan die Kleinsten rutschen, schaukeln oder im Sandkasten spielen. Das Kinderdorf Gražu ist ein Ort, wo Kinder Kinder sein dürfen. Das ist auch dem Bonifatiuswerk ein wichtiges Anliegen. Mit seiner Kinderhilfe unterstützt das Hilfswerk für den Glauben und der Solidarität diese Einrichtung. Gemeinsame Rituale stärken die Gemeinschaft und geben den Kindern Kraft für den Alltag. Kraft, die den Kindern auch der Glauben geben kann. Gegründet wurde das Kinderdorf Anfang der 90er Jahre von katholischen Gläubigen in einem ehemaligen Herrenhaus, das von deutsch-baltischen Adligen bewohnt wurde. Damit die Kinder in familienähnlichen Strukturen aufwachsen, wurden kleinere Häuser saniert oder gebaut, sagt die Leiterin Sandra Stade. Unser Dorf ist das Zuhause von 30 Kindern. Sie können zur Schule gehen und haben hier ihre Freunde. Sie alle haben eine Mutter und einen Vater, doch können die Kinder nicht bei ihnen aufwachsen, denn oft haben die Eltern Alkohol- oder Drogenprobleme oder andere Krankheiten. Wir sind kein Ersatz für die Eltern, aber die Kinder sind uns wichtig. Wir kümmern uns um sie jeden Tag und geben ihnen Sicherheit. Und wenn sie selbst einmal Kinder haben, können sie wie in ein Zuhause hierher wiederkommen. Kinder wachsen hier an ihren Erfahrungen. Obwohl sie aus schwierigen Verhältnissen kommen, lernen sie, dass das Leben mehr zu bieten hat als nur Probleme, die sie zu Hause erlebt haben. Das Kinderdorf Gražu gibt ihnen die Unterstützung, die sie brauchen, um ihre Träume zu verfolgen. Ich lebe seit 2 Jahren hier und würde es als mein zweites Zuhause bezeichnen. Wir sind hier auf dem Land und haben viel Ruhe und viel Natur. Auch ist die Schule unweit von uns. Es fühlt sich halt wie ein Zuhause an. Ein Zuhause, das in Lettland, einem Land mit nur einem sehr grobmaschigen sozialen Netz, nicht ohne Spenden aus dem Ausland bestehen könnte. Und so unterstützt auch das Bonifatiuswerk die Kinder und Jugendlichen von Gražu in Lettland. Schenken auch sie den Kindern ein Lächeln und Chancen auf ein besseres Leben. Helfen sie, weiterhin Hoffnung zu schenken.